Hallo Leute, es geht weiter mit Dustin Illusion Tale. Eigentlich wollte ich ja gestern am Sonntag das noch hochgeladen haben, aber ich hatte dann doch irgendwie so viel zu tun, dass ich das nicht geschafft habe, hier noch einen Part jetzt hochzuladen. Der kommt natürlich jetzt. Das möchte ich ja nicht, dass der nicht kommt. Explodiert ihr jetzt mal? Ja, super. Finde ich gut. Okay. Ich würde sagen, wir laufen einfach mal los. Ja, das klappt eigentlich ganz gut. Jetzt bin ich voll runtergeknallt. Oh, ich kann hier shoppen gehen. Muss immer leise drehen. Und hier kann ich mich wieder hochfliegen lassen. Oder hab mich schon hochfliegen lassen. Ich weiß es gerade gar nicht. Sieht ja sowieso alles immer recht ähnlich aus. Hui, ja, okay. Ups. Voll so eine Kette zerbrochen. Aber ist nicht so schlimm, glaube ich. Hallo. Ups. Bin zu nah rangekommen. Aber Hauptsache, die Dinger sind weg. Hey, er brennt voll. Was soll ich machen? Ist das jetzt? Ich will, dass es dir wieder gut geht. Geht doch. Ja, und nun? Hallo? Ah, okay. Einer hat die anderen ausgelöst. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ja. Lös mal aus. Sehr schön. Sammeln wir alles ein. Gefährlich hier. Das Geld natürlich nicht vergessen. Das brauchen wir uns, um unser Gedöns immer zu kaufen. Lebensmittel und ja. Was es halt noch so alles geben wird. Eigentlich geht das ja. Ich meine, die greifen mich nicht an. Von daher finde ich die jetzt nicht ganz so schlimm. Hier liegen irgendwie so Sachen rum. Ach, jetzt kann ich auf die Statue rauf. Das ist ja cool. Ja, so machen wir das. Hier brauche ich wieder so ein Bombending, ne? Wie es aussieht. Na, wo werde ich so ein Ding wohl finden? Da oben? Ah, ein Speicherplatz. Finde ich gut. Klar, ich speichere gerne. Ach naja, solange wir so vorankommen. Solange wir vorankommen, ist ja alles okay. So, und jetzt wurde im letzten Part irgendwie was erwähnt, von wegen, dass nur dieselbe Farbe, die Steine irgendwie. Ja, dass wir nur mit demselben das irgendwie hier durchbrechen können, aufmachen können, wie auch immer. Das habe ich noch nicht ganz kapiert. Ach, ich kann noch nach oben. Mhm. Und ich kann hier auch nochmal speichern. Ja, dann aber erstmal explodieren lassen, ne? Okay. Warum kann ich hier so oft speichern? Ist das ein gutes Zeichen? Oder eher nicht? Hui! Wir sind hier an einem voll unbekannten Ort. Nein, ich bin rangekommen. Was mache ich? Das hör auf zu brennen.
Hör auf zu brennen. Ach ja. Oh, Levelaufstieg, das ist cool. Das freut mich natürlich immer. Hops da mal rüber. Ja, das war so klar, dass ich wieder rankomme. Ach ja. Naja. Wenigstens sind sie tot. Huch. Whoa, hello there. Easy there, Chief. Everyone, calm down, please. So, you were the ones making all that noise up there. Not intentionally. By the way, do you know you have Bloms in the attic? Oh, those? They don't bother us. And they tend to keep the other monsters away. If I knew we were having company, I'd have cleared them out myself. Sorry about that, I guess. So, what brings you two this far outside Aurora? I'm Dust, and this is my companion, Fidget. We're here to deliver these materials on Augustine's behalf. Oh, well, nice to meet ya. I'm Haley, and this is my brother, Maddie. Das ist ja cool, dass wir jetzt die Schmiedin hier gefunden haben. Yeah, voll versteckt und so. Don't mind him. I see you've got a blueprint there. Mind if I take a look? Na klar. Well, this doesn't look too hard. Tell you what, if you can find me the materials for it, I'll craft this item for you. Yay. Ja, dann mach das mal. Aber ich brauche dafür noch irgendwie so eine komische Kralle. Okay. Das könntest du doch aber machen. Jetzt habe ich Bastler. Oh, ich bekomme hier schöne Errungenschaften. Okay, ich brauche... Was brauche ich dafür noch? Was ist denn das hier? Irgend so eine Kralle, weiß ich jetzt nicht. Dann haben wir noch... Sandpapier. Kraftsalbe. Klingt ja auch gut. Mach mal. Zunderklinge. Baumwollweste. Ach, die kann jetzt hier die ganzen Sachen für uns machen. Da fehlt uns dann aber auch noch was. Natürlich wollen wir, dass sie was schmiedet, was auch gut ist. Nicht nur mit Glück, sondern am besten hier. Der ist doch gut. Kann sie sogar machen. Sehr schön. Und was macht sie jetzt damit? Mit unseren Einzelmatten? Thanks, Haley. And, just because I like you, I'll give you a blue resonance gem. Don't know if you caught it on your way up, but there's a big blue door at the foot of Archer's Pass that this'll open. Just inside the door is a teleporter that'll take you right up here. Makes return trips a lot easier. So you can come and visit anytime you like. Das ist ja cool. I'll be honest. Even with a shortcut at the foot of the pass, I'm not sure I'll be able to make it up here too often. Well... My dad did have these little receiver things he'd give to his regular customers to transport goods back and forth. Unfortunately, I don't have any of them to give you. Let me think. If I remember correctly, one of my dad's customers dropped one somewhere in Abadie's Forest. If you were to find it, I could craft your items and send them to you through the receiver whenever you wanted. Dad normally gives his customers a blue resonance gem. So check for Blue Resonance Gates in Abadie's Forest. Need anything else? Ich würde gerne einen Gegenstand helfen. Wechseln wir ein Wort. So, let's talk. Hast du noch mehr Familie als Matty? Wie lange bist du schon Schmiedin? Warum lebt ihr in Schützenpass? Your forge is pretty far off the beaten path, Haley. Why set up shop so far outside Aurora? This forge is actually quite ancient. My father's 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 father inherited it from his mother's grandfather on her father's side. It was built during the Battle of Archer's Pass, many hundreds of years ago. The archers were holding off their enemies from way up here, but they needed a forge to replenish their arrows. So they built one right where they stood. It helped them take Archer's Pass, and from here, they were able to liberate the whole valley. Sounds like this forge has a lot of history behind it then. Even so... Location, location, location. Yeah, I hear what you're saying.
I wish it was more accessible. We'd get more business, I'm sure of it. But it's not like we can just pick it up and move it. I'll bet if you had an army of trained rats, you can move this place no problem. Fidgets, I don't think that'd help. You know, smart mutant rats with magic! Don't worry about her death. Altitude sickness drives some creatures crazy. Fidget was pretty crazy before. Maybe we should be on our way. I notice it's only you and Maddie up here in the pass. Is it just you two? Not all the time, no. My father still runs the forge, but he's usually away on business. Right now, he's somewhere across the sea, hunting down new minerals and ores. He's always trying to make better weapons and armor. Sounds like he's always pretty busy. Yeah, but I get along fine by myself. And Maddie too, of course. I meant to ask before. Does Maddie have a problem with me? What? Well, it's just... he seems to grumble a lot around me. I can attest to that. Lots of grumbling. I really can't say, Dust. Maddie, do you have anything to say? Well, I hope that answers your question. Not really, but... Let it go, Dust. Just let it go. So, is blacksmithing the official family trade, then? In a way, I guess. My father said I could be whatever I wanted. But when you grow up alongside a world-famous blacksmith, your options are fairly limited. Not that I mind, though. It's nice to have skills that are in demand these days. Everybody always needs something forged, whether it's amulets or armor. So, business is good? It's been better. Still, we make enough to keep things going, and that's the important thing. Okay. Need anything else? Ja, ich glaube, ich war hier noch nicht ganz durch. Zunderklinge klingt auf jeden Fall ziemlich gut. Genau, wenn sie das schon mal machen kann. Dafür brauchen wir also auch die ganzen Materialien, um uns jetzt tolle Sachen schmieden zu können. Finde ich natürlich sehr cool. Genau, da fehlte noch was. Was ist damit? Leichtes Kettenhemd. Ich habe keine Ahnung, was wir gerade tragen, aber ich mach's einfach mal. Das wäre natürlich schön, wenn man auch mal sieht, was man geschmiedet kriegt, aber was man auch schon hat, um einen Vergleich zu haben. Weil ich das jetzt so auch nicht im Kopf habe. Verteidigung, zwei Glück, okay. Ja, gut. Sammeln wir einfach so viel wir können. Thanks, Dust. Don't be long coming back. Okay, das ist also die Schmiedin. Mission aktualisiert. Sehr schön. Wie sieht es denn jetzt aus in unseren Missionen? Du hast die Tochter des Schmieds Halle getroffen. Sie kann jetzt nach ihrem Bauplan die Ausrüstungsstücke herstellen. Okay, damit sie dir auch weiterhin helfen kann, hat sie dich gebeten, wo ist denn das? Jetzt bin ich verrückt. Dass du ein besonderes Gerät findest, mit dem du von jedem beliebigen Ort aus mit ihr sprechen kannst. Suche ein blaues Resonanztor im Wald von Abades. Auf Gostin hatte ich gebeten, dass du an seiner Stelle einen Bauplan zum Schmied im Schützmann. Das haben wir dann damit erledigt. Das finde ich gut, weil irgendwie hatte ich jetzt sehr viele von diesen Bauplänen. Gut. Ach ja, und wir hatten ein Level Up. Was nehmen wir denn mal? Gesundheit, würde ich mal sagen, wieder. Das machen wir mal. Und, oh, da ist ein Schlüssel. Das ist ja interessant. Da müssen wir irgendwie noch runterkommen. Mhm. That went incredibly well. Do you know why? Nee. I don't know, Fidget. Why? Oh, don't be so dense. It's because she likes you. Echt, ist mir jetzt wirklich auch nicht aufgefallen. Fidget, what are you talking about? You didn't see the signals? She was giving you the signals. Ach, echt? That's great, Fidget. Really, I'll keep that in mind. Okay. So. Wir reden mal mit ihm. Geht das?
Hi there, Maddie. Nice to meet you. Oder grummelt er nur? Ich glaube, er grummelt nur. Alright then. Ich glaube, weil er eifersüchtig ist. Oder dafür kriegen wir sogar Erfahrungspunkte, wie es ausschaut. How you doing, Maddie? Nein, ich wollte doch gar nicht mit ihm reden. Hallo, ich will hier eigentlich langsam mal weg. Wie komme ich denn hier weg? Ich würde gerne weg. Kann ich mich hier einfach fallen lassen? Oh, ich kann mich einfach fallen lassen. Ich verstehe, dann würde ich sagen, speichern wir mal wieder. Weil man kann hier nicht oft genug speichern bei all den Monstern und so. Nur wir sind da hinten ja noch nicht nach rechts gegangen. Ja, das war klar, dass ich das nicht schaffe. Jetzt gehe ich nämlich mal nach rechts. Ja, explodier. Schön. Ja. Die Frage ist für mich jetzt auch wieder, wo soll ich hin? Und meinte sie eigentlich nicht, es gibt dabei ihr ein Tor oder so, mit dem ich hin und her teleportieren kann, dass ich das nicht schon könnte? Warte mal, ich lasse mich mal wieder hier bei ihr fallen. Aber hier kann ich nur mit den Leuten reden. Gut, dann so, gehen wir runter. Und hier komme ich nur wieder nach oben, ne? Kann ich hier auch irgendwo nach unten? Ich glaube nicht. Schade. Aber warum muss ich jetzt den ganzen Weg zurücklaufen? Oder kann ich hier auch rum teleportieren? Nee, doch. Ich möchte eigentlich Weltkarte teleportieren. Okay, dann... Aber das ist doch noch nicht alles gewesen, oder? Eigentlich nicht. Aber wir gehen mal wieder ins Dorf Aurora. Weil jetzt haben wir ja wieder Sachen erledigt. Und ich habe keine Ahnung, wer uns den Auftrag gegeben hat. Ach ja, das war der Typ mit der Uhr. Ich glaube, die waren das ja wohl auch nicht. Wer war denn das nochmal? Er war es auch nicht. Er hat uns das doch auch nicht gegeben, den Auftrag. Please, Dust, go there and see if she's safe. If you insist on coming along. Yeah, when Dust starts swinging that sword, you don't want to be. Ja, ja, das hatten wir auch schon. Vielleicht nach unten doch eher gehen? Nee, da war die Kiste, ne? Obwohl. We've been attacked. Is the box? Ja, er mit seiner Kiste. Did your box have a lot of flying monsters inside it? How would I know? I've never opened the box. Never. Ever. Except once. Aha. Er mit seiner Kiste. Okay. Well, I doubt your box had anything to do with this read. Genau, wir halten weiter Ausschau nach deiner tollen Kiste, wo auch immer die ist. Die ist es aber nicht. Kann ich hier nach rechts noch? Ach, ich kann hier noch nach rechts? Das wusste ich gar nicht. Ach was. Ach, da ist der Aufgestin. Well now, but you look at this. Seems our village has got itself a new basement. You don't seem too concerned. Trust me, not much happens here. So when things start crawling out of the ground, you pull up a chair and enjoy the show. Okay, Augustin, but promise me that you'll stay here. I don't need anyone getting hurt. Hier können wir nach den Monstern bestimmt gucken. Let you have all the fun? Well, I guess you're the one with the sword after all. Ja, aber er ist doch der Typ auch mit dem Auftrag, Why oder? Are you still here, Augustin? You should head back to the village. Nah, I figured I'd take on the first monster that comes through here. I've had a full breakfast and I'm ready for anything. Doof, ne? Okay. Nee, dann gut. Gut, dann gehen wir mal hier lang und schauen nach Monstern, wenn wir schon mal hier sind. Können wir auch speichern? Machen wir. Ist ja mal interessant. Ja, das machen wir. End of the line. Looks like a pretty nasty drop. Yes.
very nasty. We should go around, I think. Ich dachte eigentlich, dass der... There's no time to find another route. Those monsters came up through here. And there's gotta be a path down below. Well, here goes nothing. Ich dachte eigentlich, dass... Er ist tot. Okay. Oder? Oh. Nee, wir sind unten angekommen. Ist ja interessant. Hier ist so ein rotes Resonanzstein-Dingesbums. Nee, ich wollte sagen, ich dachte, der Aufgistin wäre das gewesen mit dem Auftrag. Mit den Bauplänen. Muss ich gleich nochmal nachgucken. Man rutscht hier echt von einer Sache zur nächsten. Did you see something move up ahead? I saw something move. Fidget, you need to calm down. I thought you said you weren't afraid of the dark. I'm not afraid of the dark. I'm afraid of the things in the dark. I don't see anything, Fidget. How could you possibly see anything in here with that big hat over your eyes? I hate caves. Our kind isn't meant to be underground. We should be soaring high in the wide open sky. Ja, Fidget hat ganz doll Angst. I thought you were afraid of heights. Oh, hush. Ach, Fidget. Ja, allerliebste kleine Fidget. Was auch immer hier ist, wir werden es kaputt machen. Fidget. Oh, Kapitel 2. Finsternis. Aha. Die Zeromon-Höhlen. Na komm. Was auch immer hier ist, wir werden es besiegen. Dafür sind wir doch auserwählt worden. Wer auch immer wir überhaupt sind, wir wissen es ja noch nicht. So sammeln wir wenigstens ein paar gute Gegenstände. Apropos Gegenstände, vielleicht sollten wir auch mal gucken, was wir hier. Oh, wie geht denn das nochmal? Wo habe ich denn nochmal meine. War das hier? Nee. Materialien war das auch nicht. Da auch nicht. Wo finde ich denn nochmal? Genau, einfach hier reingehen. Hier Rüstung. Hier kann ich doch gucken, was ich Besseres anziehen kann. Dann ziehen wir mal das hier an. Ah, okay. Upgrade. Das würde mich irgendwie besser machen. Das auch. Machen wir. Das geht dann aber runter irgendwie. So, dann ist doch gut. Das ist richtig gut hier. Was auch immer ich hier habe. Eine Zunderklinge. Und da geht 50 plus Angriff drauf. Das ist doch was. Dürfen wir nicht vernachlässigen. Aber hier haben wir nichts Besseres. Und hier haben wir... Naja, nee, da geht Angriff runter. Das mache ich nicht. Ist in Ordnung. Sind wir etwas besser ausgerüstet. It's getting really hard to see. I'm starting to regret coming down here. I was regretting it minutes ago. Schatzkiste mal wieder. Was ist das hier? Oh, sieht aber echt geil aus. Ich mache hier nebenbei immer Screenshots. Oh, wow. This is beautiful. Oh, Entschuldigung. Oh, oh, was ist das denn? Our search has not been in vain. Let's clear this area. Mache ich. Ist es jetzt tot? Ich glaube schon. Staub zu Staub. Okay.
Jo. Schön. Noch gehen die Monster. Wo möchte ich eigentlich lang? Oh. Nee, ich will nochmal nach links. Oh, oh, da oben sind auch voll viele. Oh, ich kann speichern. Yippie, ich kann speichern. Wie komme ich da oben jetzt wieder hin? Ach, hier. Oh. Hallo. Habe ich gemacht. Ja, sehr cool. Jetzt sind wir hier im zweiten Kapitel. Das freut mich natürlich, obwohl ich echt noch etwas durcheinander bin, was die ganzen Quests angeht. Nebenquests, Hauptquests, dies und das und mit dem Hin- und Her teleportieren. Das muss ich alles noch ein bisschen üben. Das Spiel braucht ein bisschen Zeit, um sich echt ein bisschen einzuspielen, einzuüben. Aber macht sehr viel Spaß. Ich hoffe euch auch. Ich würde sagen, wir machen hier an der Stelle in der Höhle das nächste Mal weiter am Wochenende. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt mir ein Like oder auch nicht. Würde mich jedenfalls sehr freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.